Hi, ich bin's, Dennis, reumütiger Deutscher, der gerne Spiele aus seiner Kindheit spielt. Ich habe ja schon länger kein neues Spiel mehr gezeigt und deswegen kommt jetzt so ziemlich eins der Urspiele aus meiner Kindheit. Und zwar geht's heute um eigentlich ein Kultspiel aus den späten 80ern, frühen 90ern, The Game of Robot. Das Ganze gibt's ursprünglich in vier Teilen plus der Junior Edition, die damals als Freeware rauskam, um einfach so ein bisschen Hunger auf das Spiel zu machen. Und die aber auch kürzer ist als die anderen Teile und ich werde gerade mal mit der spielen und dann schauen wir doch mal rein, wie das aussieht. Und dann noch nachher vielleicht nur so ein paar Worte darüber, wieso ich dieses Spiel als so ziemlich eins der Urspiele aus meiner Kindheit ansehe. So, für die damalige Zeit typisch der Highscore. Und dann starten wir mal. Bitte sag mir deinen Namen. Kleinhirn. So, die Festung. Also. Man spielt dieses ulkige grüne Männchen, das sich hier auf der Spielfläche bewegt und das gerne Gold sammelt. Also sammeln wir doch all sein Gold ein. Da kann er da in seinen Sack tun. Und hier liegt auch noch allerhand anderes Zeug rum. Also dieses rote Gedöns hier, das ist unverkennbar Mauerwerk. Und hier zum Beispiel, das ist Sand, da bewegt er sich langsamer drauf. Und da liegt eine Notiz und die lesen wir doch mal. Das ist jetzt nicht die Notiz, das ist irgendwie hatten es. Ich würde behaupten, wer den Schatz des Arambazar haben könnte, würde im Reich des Schulzazar. Na, wenn das so ist, holen wir uns doch mal die Notiz. Okay, hier kriegt man so ein bisschen Anleitung. Ich soll mir jetzt zuerst dieses Ausrufezeichen holen. Naja, da liegt eins, das ist oben links. Zwischen diesen grauen Blöcken. Da muss ich mir dann direkt mal überlegen, wie ich das schaffe. Und mit F1 kriege ich immer weitere Hilfe. Also, dieses graue Zeug hier, das sind Blöcke, die kann man verschieben. Und man kann nicht immer nur eins davon verschieben, sondern auch mal zwei auf einmal. So sieht das dann aus. Und jetzt hole ich mir das Ausrufezeichen. Entschuldigung. So, für alles, was mir so begegnet, hat es ein paar Hinweise. Du kannst es leider nicht anwenden, wenn du dich in einem sehr dunklen Raum befindest. Okay, das ist schade. Dann muss ich wohl nicht in dunkle Räume gehen oder so. Weiß ich nicht. Dann hole ich mir doch. Nee, ich glaube, diese Trinkflasche kann ich mir jetzt nicht mehr holen. So eine Scheiße. Verdammte Axt. Ich will jetzt aber noch dieses Ding hier. In diesem Klappflaschen befindet sich eine ätzende Flüssigkeit. Genau, damit kann ich Mauerkalk auflösen. Damit kann man also Mauern zerstören mit dieser Flüssigkeit. Weiterhin haben es diese lustigen Pfeile auf sich, dass man nicht gegen sie laufen kann. Also man kann irgendwie immer nur in die Richtung laufen. Ich kann nicht mal von der Seite drauf. Voll ätzend. Aber in diesem Fall nicht so schlimm, weil das dahinter, das ist Elektrozaun. Und wenn man da reinläuft, dann ist man tot. Und das wollen wir ja nicht. Ne? Gut. So, da oben ist das Ziel. Man sieht es hier oben, da steht auch schon so schön Ziel drauf. Naja, kann man sich ja denken, dass man da hin sollte. Dazwischen muss man aber durch relativ viele Türen kommen, gelangen, die aber alle mit einer verschiedenen Farbe gekennzeichnet sind und man eben den Schlüssel in der entsprechenden Farbe für die jeweilige Tür benötigen würde. Das habe ich jetzt noch nicht, die muss man dann also suchen. Des Weiteren muss man einen Weg finden, wie man durch den Elektrozaun kommt und man muss einen Weg finden, wie man durch die Mauern überhaupt rauskommt oder durch die Pfeile oder sonst wie. Aber ich gehe jetzt einfach mal in den nächsten Raum. So, hier haben wir ein lustiges Pfeilelabyrinth. Hurra. Und mittendrin ist vielleicht, ja, da ist ein gelber Schlüssel. Man sieht ihn so etwas undeutlich leider. Aber irgendwie muss man es jetzt schaffen, zu diesem Schlüssel zu kommen. Der ist jetzt gerade rechts von mir. Ja, ich laufe durch das Pfeilelabyrinth und suche den dämlichen Schlüssel. Ja, sorry, ist es Montagmorgen, da bin ich immer ein bisschen schräg drauf. Ja, man hat mich tatsächlich schon mal gefragt, da habe ich aber was gedreht, da war ich tatsächlich zu sehen und im Hintergrund ist es Tag geworden. Und dann wurde ich mal gefragt, drehst du das am Morgen? Ja, mache ich. Also meistens, wenn ich irgendwelchen Content für YouTube erstelle, dann mache ich das morgens, bevor ich zur Arbeit gehe. Einfach weil, ja, da habe ich gerade frisch gefrühstückt, da bin ich noch unverbraucht, da rege ich mich noch über nichts auf und ja, habe ich oft auch ganz gute Laune und so und bin guter Dinge. Ja, und dann stelle ich halt Content bereit. Und ich glaube, ich habe jetzt den Weg gefunden. Jetzt muss ich aber hier noch mal rauskommen. So.
Und wie war das? Man muss jetzt hier rein. Da muss ich runter, runter, runter. Muss mir die Flasche holen. Muss jetzt hier rüber, hier hoch. Und jetzt habe ich den Schlüssel. Das ist aber ein schöner Schlüssel. Ja. Danke für die Info. So, was kann ich zu diesem Spiel sagen? Ich spiele jetzt hier einfach mal weiter und suche so ein bisschen Gold. Und dann mal gucken, ob wir auch noch ein paar Roboter finden. Von diesen namensgebenden, fiesen Robotern, die da immer rumlaufen. Dieses Spiel ist eigentlich ein Hobbyprojekt von zwei Deutschen. Der eine hat, so Mitte der 80er hat er wohl mal das Ganze auf MS-DOS mit ASCII-Zeichen gebaut, um es irgendwie seinem Kumpel zu schenken, weil der das vielleicht cool fand. Und der hat dann direkt gesagt, ja, saugeile Sache. Hier mal noch kurz dazu, ich unterbreche mal die Anekdote. Und zwar, hier sieht man Augen in der Mauer, das sind Roboter. Und wenn ich an denen jetzt vorbeiläufe, dann kommen die raus. Wow, und jetzt verschließen sich alle Türen, die killen sich erstmal gegenseitig und ich muss es irgendwie schaffen, die in den Elektrozaun zu locken, weil dadurch verrecken sie. Also jedenfalls hat er für seinen Kumpel dieses Spiel gemacht und der fand es eigentlich total cool und hat es dann erstmal mit schöner Grafik weiterentwickelt oder, ja... liegt im Auge des Betrachters, aber damals war das dann wohl, galt das so als schöne Grafik. Und irgendwann haben die es dann, weil das war gerade so in dieser Shareware-Ära, haben die dann gemerkt, dass sie relativ leicht einen Vertriebsweg dafür finden. Und haben dann angefangen, Game of Robot als Shareware zu vertreiben. Das ging, sagen wir mal, sehr gut. Das Game of Robot wurde schnell zum Kultspiel, hat dann in den 90ern auch ein paar Preise eingeheimst tatsächlich, weil es damals wirklich als außerordentlich geniales Spiel galt. Und insofern haben die dann direkt weitergemacht. Die haben dann dieses Robot Junior, das ich hier gerade spiele, haben die zum Beispiel, hoppla, jetzt bin ich aus Versehen in den Elektrozaun reingelaufen. Doofe Sache, ich verliere ein Leben und fange am Anfang des Raumes wieder an. Ja, jedenfalls, sie haben dieses Spiel hier als Freeware rausgebracht, einfach so als Werbung. Ist ja auch gar nicht so schlecht eigentlich. Jetzt habe ich alle Roboter im Raum besiegt, jetzt kann ich deswegen gehen. Ja, die haben es dann das hier als Freeware rausgebracht und erfolgsgetrieben haben die dann inzwischen auch eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts gegründet. Und ich habe jetzt tatsächlich ein Problem, glaube ich. Wow! Und haben das dann tatsächlich professionell vertickt, dieses Spiel. Was dann schlussendlich auch dazu führte, dass sie zum Erfolg gezwungen waren, der dann irgendwann mit der Zeit endete, wo dann Spiele doch professioneller wurden und ein Level erreicht haben, welches die Robot-Spiele einfach nicht halten konnten. Und so kam es, wie es kommen musste, die Tom Productions, wie diese Firma inzwischen hieß, wurde aufgelöst nach... dem sie noch einige wenig erfolgreiche Spiele herausgebracht haben. Heutzutage ist Game of Robot eigentlich ein Kultspiel. Zumindest kennen es sehr viele Leute, weil es eben auch in der damaligen Zeit sehr erfolgreich war und man irgendwie damit auch in Berührung gekommen ist. Aber, naja, hat halt nicht sollen sein. Es wurde nicht zu einer großen Klassikerserie. Und das sage ich, während ich hier vor diesen ungemein Heerscharen von Robotern wegrenne. Wieso ist es eigentlich so ziemlich das Urspiel aus meiner Kindheit? Es ist eine der ältesten Spielerinnerungen, die ich habe. Das fing schon da muss es ganz neu gewesen sein zu der damaligen Zeit. Da war ich vielleicht 4, 5 Jahre alt, da hatte mein Onkel dieses Spiel. Und wir haben es dann bei ihm gesehen und ich fand das total faszinierend damals, auch wenn ich es mir jetzt angucke und kaum fassen kann, wieso ich dieses Spiel damals so faszinierend fand. Aber irgendwie, damals kannte ich nur so richtig billige, schlecht gemachte ja oder langweilige Spiele von Computern. Und das war auf einmal sowas, das war so groß, da war so viel drin und so bunt und so toll und... das fand ich total begeisternd und damals hatte mein Vater noch gar keinen PC, also noch keinen MS-DOS-PC, das lief noch auf MS-DOS. Da hatte er nur einen Commodore Amiga und für den, weiß ich nicht, ob es das Spiel gab, jedenfalls hatte es mein Onkel für seinen PC. Und erst als mein Vater dann einen PC hatte, hat er sich's dann von meinem Onkel geborgt. Damals hat man noch Disketten ausgetauscht und damals gab's auch schon Kopierschutz, das Kopierschutzthema, aber irgendwie war es überhaupt nicht verwerflich, wenn man jemandem so ein Spiel ausgeliehen hat. Ich mache hier mal weg, weil das ist ja auch doof, wenn ich jetzt hier noch weiterhin irgendwie anfange, den Robotern davon zu laufen. Ja, ich will das Spiel eigentlich nicht mehr starten. Kann ich nicht wieder direkt anfangen.
Und zwar will ich jetzt mal Robot 2 starten. Weil ich glaube, mein Onkel hatte damals Robot 2 meinem Vater mitgegeben. Naja, das geht nicht. Er will nicht. Oder vielleicht, wenn ich nach dem Abbruch... jetzt müsst ihr mir dabei zugucken, wie ich mir hier einen abmühe. Ich will nämlich jetzt eigentlich ein anderes Robot starten. Yes. So, jetzt sind wir bei Robot 2. Und jetzt starten wir. So. Damn luck. Die Waldpyramiden. So, man sieht hier, die Grafik hat sich leicht verändert, aber wieder beginnt's mit einer Notiz. Game of Robot 2, das ist Schere. Das ist falsch! Schaut in die Beschreibung, da ist ein Link zur offiziellen Seite. Das ist jetzt alles Freeware und ihr könnt es euch runterladen. Alle 6 Teile, 2 Megabyte groß. Voll cool. Und da können die noch so oft da drin behaupten, dass es Schere. Es ist kein Schere. Also es ist jetzt wirklich frei verfügbar. Und die Macher, die machen wohl immer noch so ein bisschen immer mal wieder dran rum. Vielleicht kommt doch noch ein neuer Teil raus. Ich will es nicht ausschließen. Und mit diesen fröhlichen Worten zum Montag will ich dann auch schon zu meinem Fazit kommen. So. Und zwar bin ich jetzt hier drin gelandet, wie so auch immer. Ich gebe diesem Spiel für die Idee 4 Punkte, weil die Idee ist eigentlich echt cool. Und es ist viel geboten. Wie gesagt, man hat ja jetzt inzwischen auch, wenn man sich das Ding runterlädt, dann hat man ja auch schon 5 Teile dabei. Und in jedem Teil ist auch so ein bisschen was Neues geboten. Die sind alle so ein bisschen anders. Und die Idee dahinter finde ich eigentlich wirklich cool. Dass man so eine, es ist fast schon so ein Urprototyp des Survival Games. Man landet in einer fremden und gefährlichen Spielwelt und muss es irgendwie schaffen, ja, der zu entkommen oder an irgendein Ziel zu kommen oder irgendwas zu schaffen. Währenddessen muss man es schaffen, Gegner zu erledigen. Und ja, nicht nur das, man muss Gegner erledigen, man muss Rätsel lösen, man muss durch Labyrinthe kommen, Schieberätsel, man muss Schlüssel finden und so weiter. Also da ist schon Gehirnschmalz dahinter und das macht Spaß, ja, zeitweise auch Spaß, dem zu verfolgen und die Größe dieser Spiele zu erforschen. Zur Umsetzung, da gebe ich aber eben nur 2 Punkte. Wieso gebe ich da nur 2 Punkte? Ich will jetzt gar nicht so an Grafik und Sound rummäkeln. Die sind für die damalige Zeit eigentlich vollkommen in Ordnung. Vor allem, es ist immer noch ein Independent-Spiel. Also es wurde von Hobby-Leuten entwickelt. Und da kann ich jetzt nicht großartig so tun, als hätten die sonst was so eine Grafik an den Start legen müssen. Also es wäre wie wenn ich jetzt bei Steam irgendwelche Independent-Spiele versuche, mit der Grafik von GTA gleichzusetzen. Also das geht alles schon in Ordnung von der Aufmachung her, aber der Schwierigkeitsgrad. Und man sieht's hier, ich bin schon wieder nur am Wegrennen von den Robotern. Man hätte zumindest irgendeine Möglichkeit geben können, wie die Figur von Hand diese Roboter beseitigen kann. Oder man hätte weniger Roboter und mehr Elektrozäune reinbringen können. Aber es ist nahezu unschaffbar, dieses, ja, ich müsste jetzt hier zig Roboter töten und die laufen einfach nicht freiwillig in Mauerwerk oder Elektrozäune rein und dann ist es einfach verdammt schwer, da irgendwas rauszukriegen. Und schon bin ich Game Over, bin gerade mal einen Raum weit gekommen und das ist schon relativ frustrierend. Jetzt heiße ich Danny, ja, ich trottel. Und für diesen extremen Schwierigkeitsgrad, ich kenne das ja selber, ich habe auch schon Spiele gemacht. Und wenn man so ein Spiel macht, dann wird man erstens total blind für das, was jetzt noch vernünftig wäre. Also man denkt dann, oder man selber findet ein Spiel dann total einfach, während der Schwierigkeitsgrad aber sauschwer ist und man es einfach nur total gewohnt ist inzwischen. Und andererseits hat man manchmal auch so ein bisschen das Gefühl, dass man gegen den Spieler antreten muss. Also der Spieler ist sozusagen der Gegner des Spielerstellers und man muss es irgendwie schaffen, sein Spiel so schwer und herausfordernd wie möglich zu bauen. Und weiß nicht, ich glaube, das war vielleicht, entweder waren damals die Gamer ein bisschen besser oder man war damals noch zufriedener, wenn man einfach ein Spiel nicht durchgeschafft hat, sondern nur ein Highscore mit 1000 Punkten hingekriegt hat. Oder es ist einfach so schwer und ich würde sagen, das Spiel ist über die Maße schwierig und deswegen gibt es für die Umsetzung meiner Meinung nach einfach nur 2 Punkte. Für den Spielspaß will ich aber trotzdem noch 3 Punkte geben, weil, wie gesagt, es macht schon Spaß, diese Welt zu erforschen, auch wenn man ständig dann wieder in der Situation landet, dass man von Robotern umzingelt ist und getötet wird. Aber es hat irgendwo was. Es sind, wie gesagt, sehr viele fremde Welten, man muss die erforschen und es macht schon Spaß. Und deswegen will ich für den Spielspaß 3 Punkte geben. Und jetzt mache ich ein Let's Play für Game of Robot Teil Sie. Oh nee, ich habe keine Zeit mehr. Tschüss!